Das ist Zossen, Hauptquartier der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland, früher Sitz des Oberkommandos des deutschen Heeres. Seit Juli 1940 stand für Hitler der Krieg gegen die Sowjetunion fest. In dieser Fabrik der Blitzkriege werden neue Pläne ausgearbeitet. Ihre Decknamen: Operationsentwurf Ost, Fritz, schließlich Plan Barbarossa. Ende November 1940 fanden hier entscheidende Planspiele statt. Ihr Ergebnis: Hitlers Weisung Nummer 21 vom 18. Dezember 1940. Die deutsche Wehrmacht muss darauf vorbereitet sein, auch vor Beendigung des Krieges gegen England Sowjetrussland in einem schnellen Feldzug niederzuwerfen. Der Krieg sollte im Mai beginnen und spätestens im Oktober 1941 zu Ende sein. Ein denkwürdiger Ort. 1994 werden die sowjetischen Streitkräfte diese Gebäude verlassen. 11 Tage nach Ausfertigung der Weisung Nummer 21 war dem sowjetischen Geheimdienst der Plan Barbarossa bekannt. Die Personen des Szenariums. Hitler. Der Pakt der Giganten wird zur tödlichen Umarmung. Stalin. Ehemalige Soldaten wie Alexander Stahlberg, Adolf Stamm, Franz Silberhorn berichten über die deutsche Front. Boris Abramow, Alexander Silantjew, Alexei Potjomkin über die sowjetische Front. Ein Zeitzeuge des Auswärtigen Amts, Erich F. Sommer, und der sowjetischen Botschaft in Berlin, Valentin Bereshkov. Aus gegnerischen Soldaten wurden Freunde, sie schrieben gemeinsam ein Buch, Jochen Löser und Daniel Projektor. Was die Deutschen damals erfahren oder nicht erfahren durften, schreibt Goebbels in sein Tagebuch. Moskau gibt sich alle Mühe, artig zu sein. In London fällt man über Stalin her. Man wird vermutlich nicht mehr lange Grund dazu haben. 1. Juni, SD-Bericht meldet zwiespältige Stimmung im Volke, starke Friedenssehnsucht. Das ist auch erklärlich. Ich lenke alle auf die falsche Spur, gegen England. 4. Juni, gestern eine Reihe von Einflügen ins Reich. Auch Berlin wird angegriffen. 15 Tote, einiger Gebäudeschaden, eine Flakstellung mit 15 Toten. Juni, Umzug nach Schwanenwerder, wo alles in Glanz und Blüte steht. 14. Juni, Moskau gibt ein formelles Dementi heraus, es wisse nicht von Angriffsabsichten des Reiches. Unsere Truppenbewegungen seien anderen Zwecken dienlich. Jedenfalls tue Moskau gar nichts gegen eine angebliche Angriffsabsicht. Großartig. Ich lasse in Berlin tolle Gerüchte ausstreuen. Stalin komme nach Berlin. Es würden schon rote Fahnen genäht. 16. Juni. Wir gehen einen ganz anderen Weg als gewöhnlich und legen diesmal eine neue Walze auf. Wir polemisieren nicht in der Presse, hüllen uns in tiefstes Schweigen und schlagen am X-Tage einfach los. Das Zusammengehen mit Russland war eigentlich ein Fleck auf unserem Ehrenschild. Der wird nun abgewaschen. Wogegen wir unser ganzes Leben gekämpft haben, das vernichten wir nun auch. Der Führer sagt, ob Recht oder Unrecht, wir müssen siegen. Das ist der einzige Weg. Und haben wir gesiegt, wer fragt uns nach der Methode? Wir haben sowieso so viel auf dem Kerbholz, dass wir siegen müssen, weil sonst unser ganzes Volk, wie an der Spitze mit allem, was uns lieb ist, ausradiert werden. Also ans Werk. Der Führer lebt in einer Anspannung, die gar nicht zu beschreiben ist. Durch die Stadt gejagt, wo die Menschen harmlos im Regen spazieren. Glückliche Menschen, die von all unseren Sorgen nichts wissen und in den Tag hineinleben. Für sie alle arbeiten und kämpfen wir und nehmen wir jedes Risiko auf uns, damit unser Volk lebe. Ich sperre noch einmal für alle Nachrichtenmittel im In- und Ausland das Thema Russland. Das ist nun bis zum X-Tag tabu. 18. Juni. Kann man die Tarnung Russland noch lange aufrechterhalten? Ich bezweifle es. Die Frage Russland wird immer undurchsichtiger. Unsere Gerüchtemacher arbeiten ausgezeichnet. 20. Juni. Aufruf des Führers an die Soldaten der Ostarmee gedruckt, verpackt, versandt. Und wir sahen während der Fahrt schon eine Reihe Züge auch Richtung Osten rollen. Und während dieses Transportes
kam die Gerüchteküche noch weiter auf und es wurde gemunkelt und gesagt, also Hitler plane eine große Zangenbewegung über den Orient, über den Balkan hinaus und wolle also die Engländer in den Ölfeldern im Irak und im Iran treffen. Also von einem neuen Krieg oder neuen Feldzug war praktisch noch keine Rede. Wir hatten von unserem östlichen Nachbarn, wenn ich das so sagen soll, auch überhaupt gar kein Feindbild, wie es in den vergangenen Monaten oder Jahren beispielsweise gegen Polen, Frankreich und so weiter erzeugt worden war. Denn zuvor hatte ja die damalige Reichsregierung mit Russland einen Nichtangriffspakt abgeschlossen, sodass also auch in den Monaten davor überhaupt in Presse oder Rundfunk keine Feindbilder von Russland uns vor Augen geführt worden sind. Gewusst hat keiner etwas Genaues. Während des Bahntransportes nach Ostpreußen ist das Gerücht aufgetaucht, die deutschen Truppen haben das Durchfahrtsrecht durch Russland erhalten, um in Baku die Ölwellen gegen die Engländer zu verteidigen. Und das hat uns auch nicht sonderlich beunruhigt. Es war damals ein Gefühl, das was man gar nicht so ohne weiteres beschreiben kann. Von einer Seite her gesehen hatten wir geglaubt, der Krieg ist zu Ende, denn Polen, Frankreich und so weiter war erledigt und nun sind wir wieder nach Osten. Aber die ganzen Zeitungen und die ganzen Berichte haben gesagt, dass gegen Russland keinen Krieg gehen wird. Wir mit der 137. Infanteriedivision sind aber immer näher nach den Osten gerückt. Es wurde heftig diskutiert, natürlich, was machen wir hier? Offiziell waren wir Lehrtruppe in Rumänien. An der Grenze selber lag die rumänische Armee. Aber wir machten Spähtrupps über den Brut in rumänischen Uniformen. Spähtrupp heißt Aufklärung. Und Aufklärung, macht man normalerweise, wenn man die Absicht hat, dort hinzugehen auch einmal. Es war ein glühend heißer Juni. Moskau versank in üppigen Grün. Die Menschen dachten an die Urlaubszeit. In Schulen und Hochschulen gingen die Prüfungen zu Ende. Boulevards und Park waren bis spät in die Nacht von den Spaziergängern übervölkert. Aber schon seit Frühlingsbeginn waren dunkle Ahnungen aufgekommen. Sollte der Krieg auch uns erfassen? Die Zeitungen berichteten Tag für Tag über den Siegesmarsch Hitlers durch Europa. Gerüchte waren in Umlauf, dass die deutschen Truppen nach dem Sieg auf den Balkan, nach Polen zu unseren Grenzen verlegt werden. Andere, halboffizielle Gerüchte besagten, Hitler bereite nun die Invasion in England vor. Wir hätten nichts zu befürchten. Er sei an der Erhaltung des Freundschaftsvertrages mit der Sowjetunion interessiert. Aber der Flug von Hess stiftete große Besorgnis. Alles flüsterte, Hitler habe ihn entsandt, um mit den Engländern für den Krieg gegen uns eine Übereinkunft zu treffen. Andere mutmaßten, die Engländer hatten ihn zu sich bestellt. Die bekannte TASS-Meldung vom 14. Juni brachte eine gewisse Beruhigung. Sie verkündete nämlich rundheraus, nach Angaben der UdSSR hält Deutschland ebenso wie die Sowjetunion die Bedingungen des Nichtangriffspaktes strikt ein. Sonstige Gerüchte wurden als verlogen und provokativ bezeichnet. Die Dinge liefen also nicht schlecht. Stutzig machte nur, dass Berlin auf diese Mitteilung nicht reagierte. Nichtdestoweniger Gerüchte und Gerüchte. In den Nachrichten gewann das Thema Militärschutz an Popularität. Sonnabend, der 21. Juni, war ruhig. Im großen Theater lief die Oper Die Zarenbraut von Rimski-Korsakow und im Künstlertheater Die drei Schwestern von Anton Tschechow.
3,6 Millionen Soldaten diesseits der Grenzflüsse in Wäldern versteckt. Alltag in den getarnten Bereitstellungsräumen. Mit einer 8mm Kamera gedreht von dem Chef der Sanitätskompanie der 45. Infanteriedivision. Sandkastenspiele an Modellen für den späteren Einsatz. Die Luftwaffe hat eine Aufklärungsgruppe zusammengestellt. Sie besteht aus 3 Staffeln. Seit Monaten schon überfliegen sie die sowjetische Grenze, dringen weit nach Russland ein. Sie erreichen eine Höhe bis zu 12.000 Meter. An Bord befinden sich Spezialkameras. Sie machen präzise Aufnahmen. Die sowjetischen Grenztruppen registrieren genau die Verletzung ihres Luftraums. Sie haben ausdrücklichen Befehl, die deutschen Maschinen nicht zu beschießen. Am Boden werden die Spezialfilme ausgewertet, mit Landkarten, Stadtplänen und schon vorhandenen Aufnahmen verglichen, um Rückschlüsse auf Logistik und Truppenbewegungen der Roten Armee zu ziehen. Dies ist eines der von einem deutschen Aufklärungsflugzeug aufgenommenen Fotos. Es zeigt Brest-Litowsk. Am 20. Juni zum Beispiel registriert eine Grenzwache der Roten Armee eine Grenzverletzung durch deutsche Maschinen um 17.41 Uhr, 17.43 Uhr und 17.45 Uhr. Nach Meldungen der Grenzwache hatten die Flugzeuge angehängte Bomben. Am selben Tag muss ein deutsches Flugzeug auf russischem Boden notlanden. Bei der Inspizierung der Maschine findet man Kameras und Fotomaterial. Aber auch sowjetischen Aufklärungsflugzeugen gelingt es, in den deutschen Luftraum einzudringen. Auch ihre Luftraumverletzungen werden registriert. Auch ihre Flugzeuge dürfen nicht beschossen werden. Vor Kriegsbeginn fliegt der Chef des deutschen Generalstabs, Franz Halder, am Rande der zukünftigen Schlachtfelder entlang. Die riesigen weiten Flächen deprimieren ihn. Hitler, Brauchitsch und Halder gebeugt über eine Karte, die uns als Anschauungsmaterial dient. Ich zeige Ihnen jetzt den Plan Barbarossa, wie er entwickelt wurde im Führerhauptquartier im OKH, wobei wir davon ausgingen damals, dass im Norden die Heeresgruppe Ritter von Leb Leningrad nehmen sollte, in der Mitte die Heeresgruppe Feldmarschall von Bock mit Schwerpunkt das Dreieck Smolensk, Wilna, Minsk, Brest-Litowsk nehmen sollte und im Süden Generalfeldmarschall von Rundstedt mit 2 rumänischen Armeen und seinen deutschen Kräften Richtung Donetsk-Gebiet vorstoßen sollte. Das Interessante war, dass es einen Streit gab zwischen Hitler und dem Generalstab. Der Generalstab wollte von vornherein die Kräfte alle auf Moskau ansetzen, als Hauptstoß mit der Begründung, wenn wir die Hauptstadt haben, die entscheidenden Verkehrsverbindungen, dann bekommen wir auch das andere. Während Hitler sagte, nein, wir müssen kriegswirtschaftlich denken, wir müssen zunächst den Donetsk-Raum mit den Agrar- und Industriegebieten gewinnen. Dieser Streit um das endgültige strategische Ziel war an sich der Ansatz vom Ende, denn Moskau wurde, wie wir alle wissen, nicht genommen. Ich möchte nun den Aufmarsch zeigen, wie wir von beiden Seiten ihn gesehen haben. Nord, Mitte, Süd. Nord waren etwa 26 Divisionen mit 3 Panzerdivisionen nur im Schwerpunkt von Bock. Eine 50-Division mit 9 Panzerdivisionen und Heeresgruppe Süd von Rundstedt 59 Divisionen mit 5 Panzerdivisionen eingesetzt. Die einzelnen Männer
sind Symbole für Infanteriedivisionen, die Panzer sind Symbole für Panzerdivisionen. Es fiel uns auf, dass besonders hier im Raum Mitte und im Raum Ukraine-Donetsk-Gebiet sehr starke sowjetische Massierungen waren. Halder hat mal gesagt, dass die sowjetische Struktur ihm Sorgen mache, weil aus ihr auch ein Angriff erfolgen konnte, wobei man annahm, wenn die Sowjets einen Gegenangriff machen, stoßen sie im Süden nach Rumänien vor. Natürlich erwarteten wir einen Überfall. Und nicht einmal der abgeschlossene Vertrag änderte unsere Überzeugung, dass ein Krieg möglich sei. Ich war mir bewusst, zum Verteidiger meiner Heimat berufen zu sein. Ich habe meine Aufgabe erst richtig begriffen, als unsere Division am 19. Juni 1941 alarmiert wurde und unsere Flakmannschaft eine Gefechtsstellung einnahm. Da wusste ich bereits genau, aus welcher Richtung der Luftgegner zu erwarten war und wohin wir unsere Waffen zu richten hatten. Ich glaube, dass ich eine Vorstellung hatte, was nun zu tun war. Also, wie sah unser Aufmarsch aus? Wir hatten, wie du richtig gesagt hast, 5 westliche Bezirke sozusagen, die seit 22. Juni als die Fronten übernannt wurden. Nordfront unter General Popov, Nordwestfront unter General Kuznetsov, Westfront unter General Pavlov, Südwestfront die stärkste Front unter General Kirpanos, weil unser Oberbefehlshaber dachte, dass die Deutschen werden den Hauptstoß in diese Richtung, an die Ukraine, richten. Und dann kam der Südfront unter General Tscherevitschenko. Insgesamt von Norden bis Süden hatten wir 170 Divisionen. Wie sah euer strategischer Plan aus? Unser Plan sah so aus. Wenn wir angegriffen werden, die Deckungsarmeen, also die erste operative Staffel, muss sich im Laufe von 4-5 Tagen verteidigen, dann werden die zweite operative und dann die zweite strategische Staffel an die Grenze kommen und zusammen mit der ersten Staffel in den Gegenangriff übergehen und den Feind am eigenen Territorium schlagen. Wie war euer Alarmierungssystem? Dieses System sah so aus. Jede Einheit in der Stab hatte eine streng geheime sogenannte rote Mappe. Das war wirklich eine dicke rote Mappe. Und kein einziger Mensch hatte das Recht, diese Mappe zu sehen, was dort drin ist. Und nur wenn der Stab, also Divisionsstab oder Korpsstab oder Regimentsstab, den Alarmsignal, das Gewitter bekam, der Kommandeur hatte das Recht, nachgucken, was dort steht. Und dort waren verschiedene Tabellen, verschiedene Aufgaben gestellt. Also die Wege, wohin muss diese oder jene Einheit marschieren, welcher Frontabschnitt muss sie verteidigen und in welche Richtung in der Gegenangriff übergehen. Das war, so sah dieses System aus. Ja. Und das Wichtigste besteht darin, dass leider, das ist Stalins Fehler, darüber werden wir noch reden, hat verspätet mit diesem Signale das Gewitter. Das Kriegstagebuch der 45. Infanteriedivision vermerkt Planspiele zur Einnahme der Eisenbahnbrücke vor Brest. Das Terespoler Tor der Zitadelle von Brest. Hier waren deutsche und österreichische Soldaten schon 1915 im Ersten Weltkrieg. Am Platz dieser Tafel stand früher der sogenannte Weiße Palast. Die Inschrift erinnert an den am 3. März 1918 zwischen dem Deutschen Reich und Sowjetrussland geschlossenen Friedensvertrag von Brest-Litovsk. Der Druck des Zwei-Fronten-Krieges war vom Deutschen Reich genommen. Zu spät. Auf der deutschen Delegationsseite Prinz Leopold von Bayern, der Oberbefehlshaber Ost, und mitten in der sowjetischen Delegation Trotzki, Organisator und Chef der Roten Armee. Im September 1939 besetzten deutsche und österreichische Soldaten wiederum Brest-Litovsk. Nach der Aufteilung Polens infolge des Hitler-Stalin-Pakts räumte die deutsche Armee die Stadt. Gemeinsame deutsch-sowjetische Parade zur Verabschiedung. Der sowjetische General Krivoschejew und der deutsche General Guderian vor Soldaten der Wehrmacht und der Roten Armee.
Am Tag vor Kriegsbeginn steht Guderian am Westufer des Bugs und beobachtet die Zitadelle. Zweimal wurde die Zitadelle von der deutschen Armee schon eingenommen. Nur noch für Stunden markiert der Bug den Verlauf der deutsch-sowjetischen Interessenlinie. Wegen des Balkanfeldzugs muss der Plan Barbarossa verschoben werden. Der neue Termin, 22. Juni 1941. Eine Zeittafel legt den Countdown fest. Mit dem Stichwort Altona kann die Kriegsmaschine noch gestoppt werden. Das Stichwort Dortmund bestätigt den Angriffstag. Y-Zeit ist voraussichtlich 3.30 Uhr. Der Angriffstag wird als B-Tag bezeichnet. Codeworte sollen den B-Tag und die Stunde der Y-Zeit festlegen. Die Minute wird als Zahl durchgegeben. Am 21. Juni gibt Hitler um 13 Uhr das Stichwort Dortmund aus. Der Angriff auf die Sowjetunion ist damit befohlen. Und am 21. Juni 1941, wir hatten in Schichten gearbeitet, kam um genau 15.30 Uhr der Hauptmann Kraus zu mir und sagte, Wansch, ich muss Sie sonderverpflichten. So ist so. Ja, ich habe einen wichtigen Funkspruch. Der ist dreifach verschlüsselt, den müssen Sie jetzt entschlüsseln. Ja, und dann hat er mich sonderverpflichtet mit Handschlag, stramme Haltung. Gut, und dann habe ich den Funkspruch entschlüsselt und da kam dann raus am Band, das ich dann aufgeklebt habe, auf Blatt Papier. Der B-Tag ist der 22. Juni 1941. Punkt. Uhrzeit folgt. Punkt. Das habe ich dann aufgeklebt, habe es dem Hauptmann rausgegeben. Dann hat er mich nochmal sonderverpflichtet. Dann habe ich gesagt, warum? So, wir sind ja doch sowieso zur Geheimhaltung verpflichtet, gerade wir von der Nachrichtentruppe. Er sagte, Sie wissen ja, das ist Vorschrift. Und dann macht er noch so ein betrübtes Gesicht. Jetzt wissen wir es. Und dann ist uns bekannt gegeben worden, dass der Führerbefehl verlesen wird. Und dann haben wir natürlich gedacht, also jetzt ist es soweit, jetzt können wir dann die Durchfahrtsgenehmigung und so weiter. Und der Führerbefehl, der hat begonnen mit den Worten, Soldaten der Ostfront. Das war natürlich ein schwerer Schlag, wenn wir dann sofort gewusst haben, dass eine neue Front eröffnet wird, nicht? Oder schon eröffnet worden ist es. Nach dem Kompaniebefehl haben wir noch Sport getrieben. Und zwar der Sport wurde bei uns ausdrücklich, weil wir lauter Franken waren, hauptsächlich mit Österreichern, nur Fußball gespielt. Das war unser A und O. Und da haben wir uns damit eben vergnügt gemacht und befreit von allem, was da kommen würde. Nicht? Naja, irgendwie dann gegen Abend, hat dann geheißen, so, ist alles fertig machen. Wir, hat uns auch unser Hauptfeldwebel noch gesagt, bitte schreibt noch einen Heimatgruß. Da hat jeder von uns noch eine Karte oder einen Brief geschrieben. Ich möchte noch hinzufügen, als wir um 21, um 10 Uhr in diese Kasematte rein sind, in diesen schallgeschützten Bunker, da haben wir die Russen noch singen gehört und jaulen. Die haben Sonnenwend gefeiert, die wussten nichts. Wir bekamen den Angriffsbefehl, es war eine Befehlsaufgabe beim Divisionskommandeur. Es war uns nun ziemlich klar, dass der Angriff bevorstehen könnte. Ich blieb nach wie vor skeptisch, denn anschließend wurde uns befohlen, ein Codewort, das nannte sich Wendeflagge. Und das hieß, dass wir dieses Codewort allen Einheiten sofort durchzugeben hätten. Und dass sämtliche Handlungen, die auf einen Angriff schließen ließen, sofort einzustellen wären. Also ich glaube, war nach wie vor optimistisch, dass die ganze Sache nicht geschehen würde. Ungefähr 23:30 vor Mitternacht kam nochmal ein dreifach verschlüsselter Funkspruch. Und da hieß es dann in Bezug auf Funkspruch vom 21. Juni 15 Uhr und etwas, also eine Viertelstunde früher, Bezug und so weiter. Uhrzeit, Doppelpunkt, 03:15. Geheim,
Regelung des Einsatzes der Sicherheitspolizei im Verband des Heeres. Den Richtlinien auf Sondergebieten folgen der Erlass über die Ausübung der Kriegsgerichtsbarkeit, Richtlinien für das Verhalten der Truppe in Russland, die Weisung für die Handhabung der Propaganda. Eine neue Dimension des Krieges tut sich auf. Es wird Hitlers Vernichtungskrieg. Geheim auch der Kommissarbefehl. Die Erledigung politischer Kommissare hat unauffällig auf Befehl eines Offiziers zu erfolgen. In der Nacht vom 21. zum 22. Juni. Es war stockdunkel, die Division war untergezogen in einem dichten Laubwald mit wunderschönen alten Eichen und Buchen. Da kam der Kommandeur von der Divisionsbesprechung, von der Befehlsausgabe zurück, versammelte sämtliche Offiziere um sich herum. Wir setzten uns auf den Boden, die im Walde. Das einzige Licht war das Licht seiner Kartenleselampe. Und er sagte, also meine Herren, ich bringe Ihnen den Befehl, um 3.15 Uhr wird angegriffen. Und er sagte, welche Kompanien, welchen Bataillonen der Infanterieregimenter zugeteilt würden und so weiter. Und dann habe ich ihn, sagte Oberstleutnant Becker, habe ich den Befehl, Ihnen Folgendes mitzuzusagen. So zitierte er den Kommissarbefehl, den ich von Henning Treskow schon kannte. Jeder politische Kommissar, Politruk nannten sie die Russen, sei Befangennahme zu erschießen. Im Kreise der etwa 20 Offiziere eine lähmende Stille. Werde ich nie vergessen, diesen Augenblick, wie in die Stille hinein ein Kompanieführer sagte, Herr Oberstleutnant, wie erkennt man denn einen Politkommissar? Wir kennen die Abzeichen ja gar nicht. Und da wurde Becker, unser Kommandeur, ganz scharf und schneidend und sagt, gut, dass Sie die Frage stellen, sonst hätte ich sie auch so beantwortet. Es interessiert mich überhaupt nicht, was für ein Abzeichen ein Politkommissar hatte. Haben Sie mich verstanden, meine Herren? Schweigen wieder. Aber ich habe, nach einer Pause, gegebenen Anlass, auf die Einhaltung der Haager Landkriegsordnung hinzuweisen. Ich werde jeden Soldaten meiner Panzerjägerabteilung vors Kriegsgericht stellen lassen, der sich an Gefangenen vergreift. Meine Herren, haben Sie mich verstanden? Wir hatten ihn verstanden. Präsident Roosevelt leitet am 11. März 1941 Stalin Informationen über das Unternehmen Barbarossa zu. Die erste Warnung auf diplomatischem Weg. Am 3. April richtet Churchill ein persönliches Schreiben an Stalin. Auch er warnt ihn vor dem deutschen Angriff. Stalin vermutet ein britisches Komplott. Hitler begründet Stalin gegenüber die Truppenkonzentration im Osten. Deutschland sei schweren Bombenangriffen der Engländer ausgesetzt. Code der Roten Kapelle, dem sowjetischen Spionagenetz in Westeuropa. Ihr Grand Chef ist Leopold Trepper. Er liefert Moskau Details des deutschen Angriffsplans. Das Netz in der Schweiz leitet Alexander Rado, sein Deckname ist Dora. Auch er übermittelt Moskau den bevorstehenden Angriff. Sein Hauptlieferant von Informationen ist Rudolf Rössler, Deckname Luzi. Er wird später der Meisterspion des Zweiten Weltkriegs genannt. Er ist deutscher Emigrant, geboren in Kaufbeuren und lebt in der Schweiz. Seine Informationen verschafft er sich jeweils innerhalb kürzester Zeit aus hohen Wehrmachtskreisen. Man weiß es in Washington, in London, in Paris, in Genf. Nur in Moskau will man es nicht wissen. Trepper gibt nach Moskau am 21. Juni den Angriffstermin durch. Morgen. Auch der Korrespondent der Frankfurter Zeitung in Tokio, Richard Sorge, funkt Moskau den Angriffstermin. Die Antwort, wir bezweifeln die Glaubwürdigkeit ihrer Informationen. Eine von 84 Warnungen an Moskau. Die letzte stammt von dem deutschen Gefreiten Alfred Liskow. Er durchschwimmt den Bug und erreicht um 21 Uhr den sowjetischen Grenzvorposten.
Die Soldaten der Roten Armee wissen aus den Zeitungen von deutschen Truppenkonzentrationen. Kriegsgerüchte seien grundlos, lesen sie dort, und ihre Manöverübungen Routinen. Die Propaganda desorientiert die Soldaten. Hitler bedeutet Krieg. Das war uns allen bewusst. Am 21. Juni hatten die meisten von uns um Ausgang ersucht. Wir wollten durch Brest brummen, verstehen Sie? Wir dachten nicht, dass uns so etwas passieren würde. Wir gingen spät zu Bett, etwa um 2 Uhr nachts. Im Prinzip war ich natürlich als Berufsoffizier und Jagdflieger über meinen Einsatz im Bilde. Offiziell wusste ich nichts Genaues über meine unmittelbare Gefechtsaufgabe. Obwohl sie mir praktisch am Vorabend des Krieges, am 21. Juni, auf dem Flugplatz Mogiljow persönlich durch den Kommandeur erteilt wurde. Georgi Nefjodowitsch Sacharow, der uns damals befehligte, hatte uns deshalb zusammengerufen. Alles wurde über Nacht anders in unserem Leben. Am Sonnabend lebten wir wie ganz normale Menschen, gingen in die Sauna, lachten nach Herzenslust. Und einen Tag später sahen wir unsere gefallenen Kameraden. Soldaten, die am ersten Tag des Krieges den Tod gefunden hatten. Berlin am Abend des 21. Juni. Noch wird der Krieg gegen die Sowjetunion vor den Deutschen getarnt. Dies sind die einzigen Aufnahmen, die Hitler Mitte Juni zeigen. Goebbels notiert an diesem Tag, er sieht vollkommen übermüdet aus. Hitler meidet die Öffentlichkeit. In der Nacht zum 22. Juni sagt er, mir ist, als ob ich die Tür zu einem dunklen, nie gesehenen Raum aufstoße, ohne zu wissen, was sich hinter der Tür befindet. Wie soll man diesen neuen Krieg den Deutschen erklären? In der Stunde der Wahrheit ein propagandistischer Trick. Der Angriff wird als Präventivkrieg ausgegeben. Goebbels arbeitet seit Wochen an einem Lied zum Russlandfeldzug. Neue Fanfaren ausprobiert, auch vom Horst-Wessel-Lied. Aber die List-Fanfare bleibt doch die beste. Dann bleiben wir bei der von mir vorgeschlagenen, zuzüglich eines kurzen Motivs aus dem Horst-Wessel-Lied. Der Führer ist sehr angetan. Im Auswärtigen Amt ruft wiederholt die sowjetische Botschaft an und sucht um einen Termin beim Reichsaußenminister nach. Ribbentrop lässt sich verleugnen. Die Sprachregelung lautet, er sei nicht in Berlin. Der sowjetische Botschafter Dekanossow wird am Abend um 21.30 Uhr von Staatssekretär von Weizsäcker empfangen. Dieser notiert, die einzige hier herrschende politische Sorge ist, Stalin könne durch eine Geste des Entgegenkommens uns in letzter Stunde noch das Konzept verderben. Ulrich von Hassel notiert, Brauchitsch und Halder haben sich nun bereits auf das hitlersche Manöver eingelassen, das Odium der Mordbrennerei von der bisher allein belasteten SS auf das Heer zu übernehmen. Hoffnungslose Feldwebel. Ich bin also am 21. Juni mit der letzten Maschine, einer sowjetischen Aeroflot-Maschine, von Berlin über Königsberg nach Moskau zurückgeflogen. An dem betreffenden Abend, also am 21. Juni abends, behielt mich der Botschafter zum Essen da, und als wir beim Kaffee saßen, kam ein Diener und bat ihn ans Telefon. Am Telefon war der Botschaftsrat Hilger, gebürtiger Moskauer, der immer dem Botschafter als Dolmetscher diente, obwohl dieser selbst also gewisse Russischkenntnisse hatte. Sie fuhren zusammen zu Molotow und in den Kreml. Er berichtete dann, dass man ihn im Kreml gefragt habe,
warum die Frauen und Kinder der Botschaftsangehörigen zum großen Teil Moskau verlassen hätten, was er mit der bevorstehenden Sommerhitze erklärte und auch was wesentlich unangenehmer war, dass deutsche Flugzeuge auf sowjetischem Gebiet notgelandet seien und man dabei Kartenmaterial auch von sowjetischem Gebiet gefunden habe. Die Russen hätten daraus eigentlich schon schließen müssen, dass ein Angriff ziemlich unmittelbar bevorstand. Aber Stalin wollte das, wie wir heute wissen, nicht wahrhaben. In dieser Nacht trifft in der deutschen Botschaft in Moskau dieses Memorandum ein. Das Chiffriermaterial soll vernichtet, der Funkapparat unbrauchbar gemacht werden. Dieses Memorandum müsse umgehend Herrn Molotow zugeleitet werden. Und dann in der Nacht kam dann die Weisung des Auswärtigen Amts, dass der Graf Schulenburg dem Außenkommissar der Sowjetunion Molotow eine längere Note zu überreichen hätte, in der also zum Ausdruck gebracht wurde, dass Deutschland die Haltung der Sowjetunion als unfreundlich ansehen würde und deswegen kriegerische Maßnahmen ergreifen würde. Das Memorandum ist die letzte Mitteilung aus Berlin. Es bedeutet das Ende des Hitler-Stalin-Pakts und Krieg. Das verzweifelte Ringen des Botschafters von der Schulenburg um eine Politik des Ausgleichs bleibt vergeblich. Das ist der Sitz des Generalstabs der Roten Armee. An diesem Abend häufen sich die Alarmmeldungen über deutsche Angriffsvorbereitungen. Man weiß hier über die Massierung deutscher Truppen Bescheid, man kennt die Nummern der deutschen Divisionen und auch seit Ende Dezember 1940 den Plan Barbarossa. Angesichts einer sich offensichtlich verändernden Situation führt das Verteidigungsministerium seit 1940 eine Militärreform durch. Sie ist im Frühjahr 1942 abzuschließen. Dazu gehört die Ausarbeitung eines Mobilmachungsplans, der im Februar 1941 ergänzt wurde. Die Truppen werden verstärkt, die Ausrüstung neu organisiert. Eine gigantische Verlegung der Truppen an die Westgrenze ist im Gange. Am 5. Mai 1941 enthüllt Stalin vor Absolventen der Militärakademie, dass die deutsche Armee der wahrscheinlichste Gegner sein würde. Einen Tag nach dieser Rede übernimmt Stalin das Amt des Vorsitzenden der Volkskommissare. Im Generalstab werden im Mai 1941 Erstschlagspläne gegen die deutsche Armee ausgearbeitet. Am 15. Mai schreibt der Chef des Generalstabs der Roten Armee, General Schukow, an Stalin. Schukow schlägt vor, dem Gegner zuvorzukommen und seine Hauptstreitkräfte auf dem Territorium des ehemaligen Polens und Ostpreußens zu zerschlagen. Stalin lehnte mit den Worten ab, Sie wollen wohl einen Krieg provozieren. Lasst euch nicht provozieren. Den Generalstab erreicht am späten Abend die Meldung von einem deutschen Überläufer. Der Chef des Generalstabs, Schukow, ruft Stalin an. Er bemüht sich, Stalin davon zu überzeugen, dass sich an den Grenzen etwas Ungewöhnliches tut. Stalin schweigt eine Weile und sagt dann, kommen Sie in den Kreml. Schukow fährt zusammen mit dem Volkskommissar für Verteidigung, Timoschenko, zu Stalin. Sie berichten ihm von der Aussage eines deutschen Gefreiten, dass die Wehrmacht angreifen werde. Der Gefreite heißt Alfred Liskow. Stalin geht im Raum auf und ab. Er fragt, ob uns den Überläufer nicht die deutschen Generale untergeschoben haben, um einen Konflikt zu provozieren. Timoschenko, nein, er sagt die Wahrheit. Stalin, was sollen wir machen? Timoschenko, man muss unverzüglich alle Truppen der Grenzmilitärbezirke in höchste Kampfbereitschaft versetzen. Schukow liest einen Entwurf für eine Direktive vor, die im Rahmen des Operationsplans die Truppen in Kampfbereitschaft versetzen sollte. Schukow macht Stalin den Vorschlag, die Truppen an der Grenze zu konzentrieren, damit sie den Deutschen eine oder zwei Stunden zuvorkommen könnten. Wie einige Quellen belegen, soll Stalin geantwortet haben, wenn Sie an der Grenze ohne meine Genehmigung irgendwelche Bewegungen machen, dann verlieren Sie Ihre Köpfe. Wir verbreiten umsonst Panik. Timoschenko berichtet über die Lage. Dann kommt man zum Weisungsentwurf zurück. Stalin sagt,
Eine solche Weisung ist jetzt verfrüht. Vielleicht lässt sich die Sache noch friedlich regeln. Aber eine Anweisung ist notwendig, die besagt, dass die Truppen sich nicht provozieren lassen dürfen. Stalin diktiert in Eile eine Direktive. Überraschungsangriff der Deutschen möglich. Angriff kann mit provokatorischen Handlungen beginnen. Er verbietet nicht nur einen Erstschlag, sondern auch einen Gegenschlag. Schukow, Timoschenko und ich verlassen Stalin mit gemischten Gefühlen. Um 23.30 Uhr geht die Direktive Nummer 1 an die Stäbe der Militärbezirke. Aufgabe unserer Truppen, sich von keiner provokatorischen Handlung verleiten zu lassen, die große Komplikationen hervorrufen könnte. Ich befehle, ohne Sonderanweisung keine weiteren Maßnahmen durchzuführen. In seiner gepanzerten Limousine lässt sich Stalin auf seine Datscha fahren. Er hat einen anderen Plan. Er will sich mit Hitler treffen, um die Krise zu lösen. Noch immer glaubt Stalin, den Krieg verhindern zu können. Als wir dann um ca. 23 Uhr mit unseren Vorbereitungen fertig waren, lagen wir in unseren Löchern und sahen über uns einen herrlichen Sternenhimmel und eine unheimliche Ruhe lag über dem Land wie im tiefsten Frieden. Um ca. 2 Uhr in der Früh dann hörten wir von Ferne ein Eisenbahnrattern über die Brücke, die von Brest nach Warschau führt. Es ist der letzte Zug mit Warenlieferungen aus der Sowjetunion in das Deutsche Reich. Erich F. Sommer in der Eislebener Straße in Berlin. In der Nacht vom 21. zum 22. Juni 1941 wurde ich gegen 2 Uhr nachts von meiner Mutter geweckt. Es hieß, das Auswärtigeamt, Abteilung Protokoll, verlange dringend nach mir. Mein damaliger Chef, Dr. Strack, erklärte mir, ich sollte in Uniform erscheinen und etwa in einer halben Stunde würde ein Dienstwagen mich hier abholen. Wir wohnten hier eine Treppe hoch. Meine Mutter hatte eine gewisse Vorahnung, dass sich da nichts Gutes vorbereitet. Und sie ließ mich eine Tasse Kaffee trinken, eine Cola-Tablette schlucken, gab mir ihren Segen auf den Weg und meinte nur, Gott gebe, dass es nicht schlimmer wird, als es schon jetzt ist. Ich bin dann auf die Straße gegangen und vom Dienstwagen abgeholt. Die Fahrt ging zum Auswärtigenamt in der Wilhelmstraße. Rekonstruktion eines Telefonats, 50 Jahre später. Die sowjetische Botschaft. Hier Auswärtiges Amt, Abteilung Protokoll. Spreche mit Herrn Bereshkov. Ja, Herr Bereshkov. Да, я должен вам сообщить, что министр иностранных дел фон Риббентроп ожидает посла через примерно полчаса. Прошу ему сообщить, что будет он доставлен Министерство на здешней автомашине. За вами приедут через примерно полчаса. Так, это связано с моим звонком. Я в течение дня звонил, посол хотел встретиться с господином Рейхсминистром и передать ему важное сообщение. К сожалению, ответить на ваш вопрос я не в состоянии, так как мне поручено сообщить вам только то, что я как раз вам передал. Да, хорошо. Mitten in der Nacht ein Anruf aus dem Auswärtigen Amt. Bereshkov benachrichtigt den Botschafter. 2740 Flugzeuge der deutschen Luftwaffe stehen bereit. Bomber und Fernaufklärer starten bereits um 3 Uhr. Sie sollen gegen 3.15 Uhr grenznahe Flugplätze in der Sowjetunion erreichen. Um 3 Uhr dechiffriert man in manchen Divisionsstäben noch immer die Direktive.
Im Falle einer deutschen Offensive verbietet sie einen Gegenschlag durch die Rote Armee. Die Bomberwelle hat das sowjetische Territorium erreicht. Um 3 Uhr, es dämmerte bereits von Osten her, gingen die Unteroffiziere von einem Fahrzeug zum anderen und weckten die Soldaten. Die Fahrer drückten auf den Anlasser, die Motoren sprangen an. Und diese Unmenge von Fahrzeugen, die so dicht standen wie bei einem Fußballspiel auf dem Parkplatz, begann sich mühsam und langsam aus dem Walde zu formieren und die ihnen gegebenen Ziele zu erreichen. Und wir dachten an Augen, und wir dachten natürlich, jetzt sind wir jetzt schießt es, aber es gab nichts, es war tiefer Frieden. 3.15 Uhr war die offizielle Angriffszeit. Die wurde eingehalten, um 3.15 Uhr marschierten die Truppen, die Spitzen der Truppen über die Grenze, tiefe Stille. Und im Morgengrauen, aber es war schon hell, hat es geheißen, wenn unsere Flieger das Wackelzeichen geben, die Jagdflieger vorhin, die Jäger da vor uns, dann hat es ganze Marsch. Und damit kamen auch schon die ersten deutschen Flugzeugpulks, ich weiß, es waren die Stukas, die den Himmel, man kann sagen, verfinsterten. Aber wir waren in die Löcher drin, unsere Flieger haben schon lange das Wackelzeichen gegeben. Wir haben drinnen auch gewackelt vor lauter Angst. Bis der Gruppenführer oben reingeschaut hat und sagt, was ist los, raus mit euch. Ja, dann sind wir halt auch raus mit lauter Angst. An diesem ersten Tag fliegen die drei Luftflotten über der Ostfront 2272 Einsätze mit 1766 Kampfflugzeugen und 506 Jägern. Am ersten Tag werden 1200 sowjetische Flugzeuge zerstört, 600 davon am Boden. Der Angriff am 22. Juni begann um 3.15 Uhr mit einem gewaltigen Feuerschlag. Den gewaltigsten Feuerschlag wahrscheinlich, der in dem Krieg geführt wurde von deutscher Seite, konzentriert auf die Zitadelle von Brest-Litowsk. Der Himmel war von, soweit man sehen konnte, im Nu feuerrot. Wir wussten, das hatten wir schon als Befehl bekommen, die Ohren zuhalten und den Mund öffnen, damit das Trommelfell nicht platzen würde. Ne? Plötzlich erwache ich. Was ist los? Es donnert. Unsere Kaserne bebt. Alles brennt. Wir befanden uns in der unmittelbaren Nähe der Festung Brest am Bugufer. Die Deutschen beschossen alle Kasernen mit Artillerie. Und meine Kameraden fanden den Tod, ohne von ihren Soldatenbetten aufgestanden zu sein. Sie kamen im Feuer um, buchstäblich im Feuer. 300 bis 400 Mann. Сгорели в буквальном смысле, горели 300-400 человек. Передо мной. Ich war schon draußen, da sah ich unmittelbar vor mir dünne Sandfontänen aufsteigen. Tuk, tuk, tuk. Ich begriff nicht sofort, dass wir beschossen wurden, dass Krieg war, dass ich zwischen Leben und Tod schwebte. Ich wollte diese kleinen Sandfontänen mit den Händen fassen. Es ging mir wie einem Kind, das Schmetterlingen hinterher. Wir sprangen diese 4 bis 5, 10 Meter, je nachdem, zum Buch runter in die bereitgelegten Schlauchboote
und paddelten mit den Paddeln zum gegenüberliefenden Ufer und sprangen von den Schlauchbooten heraus und steckten gleich bis zu den Knien im Sumpf. Und naja, wir wadeten uns heraus und formierten uns dann die ersten Meter in Feindesland. Im Morgengrauen ging es dann los. Aber nicht so, wie wir es erwartet haben, sofort in die Schlacht, sondern wir sind den Panzerverbänden hinterhergefahren. Das war unsere erste Aufgabe. Und am meisten gefordert worden sind zu diesem Zeitpunkt die Kraftfahrer. Es war für die ungeheuer schwer, die Geschwindigkeit einzuhalten, nicht abzureißen und ohne Licht zu fahren. Die Rollbahnen darauf waren furchtbar staubig. Es war eine einzige Staubwolke, man konnte den Vordermann kaum sehen. Wir hatten eben weiße Tücher hinten angehängt an die Bordwand, damit man das weiß wackelnde Tuch besser sehen konnte. Und dann haben wir uns in erster Linie nach oben orientiert, nach dem Himmel. Denn links und rechts war Waldbestand, da sahen wir die Bäume. Und wir haben nach oben geschaut und haben unser Fahrzeug danach gelenkt, nach dem freien Himmel. Und der Beifahrer, das war ein Offizier bei mir, der hat aufgepasst, dass ich nicht aufbrumme. Der hat gesagt, schneller, langsam, stopp und so ähnlich. Ne? Anders ist es nicht gegangen. Wir befanden uns unter dem psychologischen und ideologischen Druck, nur auf fremdem Territorium kämpfen zu dürfen. Jeder Schritt des Aggressors sei mit einem vernichtenden Gegenschlag zu erwidern. Wir waren also sicher, dass dem vorgenommenen feindlichen Angriff sofort eine Abfuhr erteilt wurde. Als ich mein Haus verließ, nachdem ich meine Familienangehörigen ins Hinterland geschickt hatte, habe ich nicht einmal meine Wohnung abgeschlossen, da ich dachte, dass ich in höchstens 1 bis 2 Stunden zurückkommen werde. Ich habe weder Militärmantel noch Kartentasche, sondern nur einen Umhang mitgenommen. Wir hatten zu einer Sammelstelle zu eilen, wo wir weitere Anweisungen bekommen sollten. Die erste Meldung erreicht den Generalstab. Im ganzen Grenzverlauf ist eine Artilleriebeschießung im Gang. Im Generalstab treffen Anfragen ein. Erwarte Anweisungen. Unsere Truppen befinden sich auf dem Rückzug. Die Städte brennen. Die Menschen sterben. Die Antwort: Warten. Genosse Stalin gestattet nicht, das Artilleriefeuer auf die Deutschen zu eröffnen. Obwohl Stalin nicht geweckt werden darf, meldet die Wache, Schukow ist am Telefon. Er berichtet über deutsche Luftangriffe. Stalin schweigt. Schukow: Genosse Stalin, haben Sie mich verstanden? Stalin: Kommen Sie mit Timoschenko in den Kreml. Sowjetische Botschaft in Berlin. Ein höherer Beamter der Protokollabteilung des Auswärtigen Amts holt in Begleitung seines Mitarbeiters Erich F. Sommer den sowjetischen Botschafter Dekanossow und dessen Sekretär Bereschkow ab. Ja, er hat gesagt gerade darüber, dass es ein schönes Wetter ist. Der Tag verspricht gut zu sein. Und ich habe sie übersetzt. Der Stark meinte, wir wollen es hoffen, Herr Botschafter. So Botschafter Dekanossow war von Moskau angewiesen worden, Ribbentrop gegenüber die Besorgnis über die deutschen Truppenkonzentrationen an der sowjetischen Grenze vorzutragen. Zusätzlich soll er eine dringende Mitteilung an Ribbentrop weiterleiten, nämlich den Vorschlag zu einem Gipfeltreffen zwischen Hitler und Stalin. Ist der Krieg durch dieses Gesprächsangebot noch zu stoppen? Ribbentrop saß hinter dem Tisch, auf einem Stuhl oder auf einem Sessel. Und wir sind in den Raum reingekommen und der Botschafter, der Kanosow, und dann ich folgte ihm, sind wir näher an diesen Tisch gekommen und dann ist Ribbentrop aufgestanden und ist uns entgegengekommen, hat die Hand gereicht, dem Botschafter und mir, hat dann vorgeschlagen, dass wir uns hier hinsetzen. Der Botschafter saß hier in diesem Stuhl. Ich war hier, der Reichsminister ging dann um den Tisch rum und stand da und hat dann angefangen, das Memorandum vorzulesen. Das war gerade in diesem Augenblick, als wir gekommen sind, dass der Botschafter gesagt hat, ich habe schon lange darauf gewartet, Sie zu sehen, ich muss Ihnen eine wichtige Meldung aus Moskau übergeben. Wie
Herr Belschkow es richtig darstellt, hat der Botschafter ihm versucht, ihm sein Anliegen zu übermitteln. Und da fiel eben Ribbentrop ihm ins Wort und sagte, davon kann überhaupt nicht mehr die Rede sein. Es wurde gesagt am Ende, von so viel wie ich mich erinnere, von Ribbentrop, dass die deutschen Truppen schon vor anderthalb oder zwei Stunden die sowjetische Grenze überschritten haben. Das Wort Krieg fiel nicht, sondern der Eröffnung militärischer Gegenmaßnahmen. So steht es auch in dem Text, der ja vorhanden ist. Danach empfängt Ribbentrop die Botschafter der verbündeten Staaten, um ihnen die veränderte Lage mitzuteilen. In dieser Nacht betritt Stalin wieder sein Arbeitszimmer im Kreml. Die Mitglieder des Politbüros sowie Verteidigungsminister Timoschenko und Schukow versammeln sich um ihn. Der Chef des Generalstabs berichtet über die Lage. Flugplätze und Städte werden bombardiert. Stalin antwortet, vielleicht ist alles nur eine Provokation der deutschen Militärs. Stalin glaubt nicht an einen Krieg Hitlers. Die Besucher im Arbeitszimmer blicken auf Stalin. Er zieht an seiner Pfeife. Die Besucher haben das Gefühl, dass Stalin etwas weiß, was sie nicht wissen. Er sagt, Molotow solle mit dem deutschen Botschafter Kontakt aufnehmen. Er solle ihn kommen lassen und fragen, was vor sich geht. Der deutsche Botschafter trifft im Kreml ein. Molotow fragt, ist dies eine Kriegserklärung? Schulenburg schweigt. Molotow sagt mit erhobener Stimme, dass die Mitteilung des Botschafters nichts anderes als eine Kriegserklärung bedeuten könne. Das ist ein großes Unglück für uns und auch für Sie. Das haben wir nicht verdient. Die Stalin-Direktive stiftet Verwirrung. General Pawlow streicht in einem Befehl eine Formulierung, die als Kriegsausbruch zu deuten wäre. Während der Krieg weiterläuft, sitzt die politische und militärische Führung in Stalins Arbeitszimmer und wartet, bis Molotow zurückkommt. Er berichtet von seinem Gespräch. Stalin setzt sich auf einen Stuhl und schweigt etwa eine Viertelstunde. Timoschenko unterbricht die Stille. Genosse Stalin, erlauben Sie mir, einen Lagebericht abzugeben. Stalin, berichten Sie. Goebbels notiert in sein Tagebuch, nun donnern die Geschütze, Gott segne unsere Waffen. Auf dem Wilhelmplatz ist alles still und leer. Berlin schläft, das Reich schläft. Die neue Fanfare ertönt, machtvoll, brausend und majestätisch. Ich verlese über alle Sender die Proklamation des Führers an das deutsche Volk. Auch für mich ein feierlicher Augenblick. Die Last vieler Wochen und Monate fällt herunter. Ich fühle mich ganz frei. Deutsches Volk! In diesem Augenblick vollzieht sich ein Aufmarsch, der in Ausdehnung und Umfang der Größe ist, den die Welt bisher gesehen hat. Ich habe mich deshalb heute entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des Deutschen Reiches und unseres Volkes wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen. Möge uns der Herrgott gerade in diesem Kampfe helfen. Goebbels über die von Ribbentrop anberaumte internationale Pressekonferenz. Ribbentrop hat nach meiner Verlesung der Führerproklamation noch seinen Senf dazugegeben. Dienst an der Eitelkeit. Ich bin der Reichskanzler. Ich habe heute Vormittag den Botschafter der Sowjetunion, Herrn Dekalasow, empfangen und ihm zur Kenntnis gebracht, dass gegenüber der feindseligen Politik der Sowjetregierung und der Bedrohung der deutschen Reichsgrenzen durch den ungeheuren Aufmarsch der Roten Armee, die die Reichsregierung mit dem heutigen Tage zu militärischen Abwehrmaßnahmen geschritten ist. Als wir nach vorne marschierten, so gegen 7 Uhr, sahen wir am Wegrand den Generaloberst Hood stehen. Mein Kommandeur kannte ihn von früher, stieg aus dem PKW aus und meldete sich. Und ich werde es nie vergessen, dass der Generaloberst sagte zu meinem Kommandeur, wissen Sie, wir haben so oft gewarnt vor den Kriegen und haben jedes Mal Unrecht bekommen.
Aber dieses Mal bin ich fest überzeugt, es wird schief gehen. Wir sollten Napoleon nie aus dem Gedächtnis verlieren. Über dem Buch formierten wir uns dann die Einheiten mit den Nachbarneinheiten und gingen dann in Sturmformation in Feindesland rechts von Brest-Litowsk vorbei in den Angriff. Wir haben aber die erste Stunde fast keinen Widerstand gehabt. Dann kamen uns halb angezogene Soldaten entgegen, die sich gleich ergaben. Von einzelnen Bäumen wurde geschossen und so circa nach einer Viertelstunde kam dann das erste Gegenfeuer. Und wir sind circa um 7 Uhr, 7 bis 7.15 Uhr sind wir in Brest-Litowsk eingerückt. Zwar mit Gegenwehr, aber wir hatten schon ein paar Verwundete. Wir haben uns dann an den Häuserfronten, an den Hängen, überall Schutz suchen müssen, selber auch, weil die Heckenschützen und die Häuserschützen waren eminent stark, sehr stark. Mit denen haben wir fast nicht gerechnet, weil wir mehr uns auf die Zitadelle gerechnet haben, dass die Widerstand geben. Ne? Wir waren alle drei am 22. Juni hier auf diesem Gelände. Dieser Kamerad war in der mittleren Reihe im Stabsgebäude. Dieser Kamerad war in der ersten Reihe in der Kaserne. Und ich war in der Wache. Und ich wurde dort verschüttet und wäre beinahe lebend verbrannt. Und nur ganz zufällig, weil ein Geschoss die Wand zertrümmert hat, konnte ich rausspringen und mich auf diese Weise retten. Auf diesem Gelände brannte alles. Die Pferde liefen herum, wieherten, schrien. Умирающие под в огне. Когда мы уже нас собирали, примерно через 2-3 часа, начали прочесывать место это вот. Немцы нас начали. Etwa 2-3 Stunden nachher haben die Deutschen hier überall zu suchen begonnen. И меня под кустом поднял немец, не заставил руки поднимать, ничего. Und man hat ihn unter einem Strauch gefunden und gefangen genommen. Dann пошли мы через железную дорогу, повели нас туда через железнодорожный мост. Und dann hat man uns über die Eisenbahnbrücke auf die andere Seite geführt. Ein Panzer rollte hinunter und bewegte sich in unserer Richtung. Einige Kameraden von uns wurden von diesem Panzer zerdrückt. Я не знаю, что отвлекло этот танк, но он, если бы еще одна или две секунды, я был бы раздавлен гусеницами этого танка. Ich он weiß повернул... nicht, was den Panzerführer abgelenkt hat. Es fehlten nur buchstäblich einige Sekunden, bis ich zerdrückt werden könnte. Die Meldungen von der Front, die im Generalstab eintreffen, werden immer alarmierender. Die Lage an der Front ist chaotisch. Angesichts des Überraschungsangriffs wartet man auf klare Anweisungen. Die Direktive gibt sie nicht. Das Militär will eine neue. Stalin glaubt noch immer nicht an einen Krieg. Die Direktive Nummer 2 wird abgefasst. Sie befiehlt, die deutschen Truppen, die die Grenze verletzt haben, zu vernichten. Die deutsche Grenze dürfe dabei nicht überschritten werden. Die sowjetischen Luftstreitkräfte sind angewiesen, Bombenangriffe bis zu einer Tiefe von 150 Kilometern auf das deutsche Territorium auszuführen. Molotow wird zum Volk sprechen. Ни до войны, ни в первый день войны, ни в ходе войны. Weder am Vorabend noch am ersten Tag des Krieges wurde uns ein Blitzsieg versprochen. Nein. Und wir Rotarmisten, wir Soldaten, wussten, dass wir es mit einem sehr starken Gegner zu tun.